Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird erläutert, wie Sie die Computerleistung steigern und Windows so konfigurieren, so schnell wie möglich funktioniert. Wenn Sie das Maximum aus dem Computer herausholen müssen, ist es natürlich am besten, den alten Computer durch das schnellste Modell zu ersetzen. Das ist aber selbstverständlich. In diesem Video wird auch erläutert, wie Sie das Betriebssystem optimieren und konfigurieren, um einen bestimmten Computer optimal zu nutzen. Die Datenverarbeitung zu beschleunigen und das Betriebssystem zu laden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Video ist herkömmlicherweise in zwei Teile unterteilt. Dies ist eine Steigerung der PC-Leistung aufgrund der Systemoptimierung und eine Steigerung der Leistung aufgrund eines Computer-Updates. Bevor Sie mit der Optimierung von Windows beginnen, überprüfen Sie, welche Version des Systems auf Ihrem PC installiert ist. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wählen Sie System, wenn Sie Windows 8, 10 verwenden, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Arbeitsplatz in Windows 7 oder früheren Versionen des Systems und wählen Sie Eigenschaften. Wenn Sie einen alten Computer mit schlechter Leistung haben, einen Single-Core-Prozessor und weniger als 4 GB RAM, sollten Sie zunächst ein früheres Betriebssystem installieren, um die Leistung zu steigern, zum Beispiel Windows 7 anstelle von Windows 10. Die Leistung des Computers wird weniger beansprucht. Sehen Sie, wie Sie Windows in einem anderen Video auf unserem Kanal installieren. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wenn Ihr Computer über mehr als 4 GB RAM und einen mehr oder weniger Produktion Multicore-Prozessor verfügt, ist es sinnvoll, ein 64-Bit-Betriebssystem auf einem solchen PC zu installieren. Die 64-Bit-Version kann physischen Speicher über 4 GB verarbeiten. 32-Bit bis zu 4. Je mehr RAM auf dem PC verfügbar ist, desto höher ist die Leistung. Beachten Sie, dass in diesem Fall 64-Bit-Versionen von Programmen auf dem Computer installiert werden, die häufig produktiver sind als 32-Bit-Versionen. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die installierte Version des Betriebssystems mit Ihrem Computer übereinstimmt, können Sie mit der Optimierung fortfahren. Der erste Schritt: Stellen Sie sicher, dass auf der Systemfestplatte ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Für den normalen Betrieb des Betriebssystems müssen mindestens 10% des Festplattenspeichers frei bleiben, idealerweise 20%. Der Computer wird möglicherweise langsamer, weil nicht genügend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist. Geben Sie Speicherplatz auf der Systemfestplatte frei und entfernen Sie unnötige Elemente von Desktop. Leeren Sie den Papierkorb. Ein detailliertes Video zum Reinigen der Systemfestplatte eines Computers oder Laptops finden Sie auf unserem Kanal. Link befindet sich in der Beschreibung. Der zweite Schritt: Wenn Sie die Systemwiederherstellungsfunktion nicht verwenden, können Sie sie deaktivieren. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zu Systemsteuerung, Wiederherstellung, Systemwiederherstellung. Video zum Öffnen der Systemsteuerung finden Sie unter dem Link in der Beschreibung. Deaktivieren Sie im Menü Einstellungen den Schutz und löschen Sie vorhandene Wiederherstellungspunkte. Dadurch wird Speicherplatz freigegeben und der unnötige Vorgang gestoppt. Weitere Informationen zum Erstellen oder Löschen eines Wiederherstellungspunkts finden Sie in unserem Video. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Deaktivieren Sie die automatische Installation von Windows Updates. Informationen zum Deaktivieren, Updates, Entfernen von Updates in Windows 10 finden Sie im Video unter dem Link in der Beschreibung. Stellen Sie den
Energiesparplan auf hohe Leistung und deaktivieren Sie den Energiesparmodus und den Ruhezustand. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zur Systemsteuerung Energieoptionen, wählen Sie ein Schema hohe Leistung. Informationen zum Aktivieren, Deaktivieren und Konfigurieren des Energiesparmodus des Computers finden Sie in einem anderen Video des Kanals. Der Link befindet sich in der Beschreibung. So, geht's weiter. Richten Sie die Auslagerungsdatei richtig ein. Die Auslagerungsdatei muss sich auf der schnellsten Computerfestplatte oder in der Systempartition befinden. Es wird auch nicht empfohlen, die Dateigröße für die automatische Erkennung durch das System oder die Wahl des Systems zu belassen. In diesem Fall wird das System einen floatenden oder dynamischen Wert, der seine Arbeit bereits verlangsamt. Es ist besser, den Wert manuell anzugeben. Darüber hinaus ist es besser, die maximale und die anfängliche Größe gleichzumachen. Und noch ein Typ. Je größer der im Computer integrierte Arbeitsspeicher ist, desto kleiner ist die zu installierende Auslagerungsdatei. Mit installiertem RAM 8 oder mehr Gigabyte kann die Auslagerungsdatei im Allgemeinen gelöscht werden. Wie Sie die Größe der Auslagerungsdatei ändern oder sie löschen, ist bereits in einem unserer Videos beschrieben. Link ist in der Beschreibung. Hier im Menü Parameter der Operationsgeschwindigkeit kann man Parameter der Operationsgeschwindigkeit und der Gestaltung für Windows auswählen. Gehen Sie auf die Registerkarte visuelle Effekte und wählen Sie die beste Leistung sicher. Das System wird durch Minimierung der visuellen Effekte schneller. Natürlich ist das nicht sehr gut, aber diese Methode ist für Benutzer sehr schwacher PCs nützlicher. Benutzer vergessen oft die Bedeutung der Relevanz von Treibern und Codecs. Der produktive Betrieb eines Computers, eines Systems installierter Geräte und Geräte hängt von der Relevanz der Software ab. Die Systemleistung kann durch irrelevante Netzwerkadapter, Treiber, Monitor, Grafikkarte usw. beeinflusst werden. Um den Treiber eines Geräts zu aktualisieren, machen Sie folgende Schritte. Wechseln Sie zum Gerätemanager, suchen Sie das gewünschte Gerät und klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf. Wählen Sie Treiber aktualisieren, automatisch nach aktualisieren Treibern suchen. Wenn Windows keinen neuen Treiber finden konnte, kann dieser von der offiziellen Webseite des Geräteherstellers gefunden und installiert werden. Beispielsweise ist Windows 10 so eingestellt, dass die Systemtreiber standardmäßig automatisch aktualisiert werden. Es kann jedoch vorkommen, dass die auf diese Weise automatisch installierten Treiberversionen nicht immer mit Ihrem Gerät kompatibel sind und dies allein zu Fehlern oder zu einem instabilen Betrieb des Systems führt. In diesem Fall ist es besser, sie manuell zu aktualisieren und die automatische Installation zu deaktivieren. Wie das geht, sehen Sie in meinem separaten Video, den Link finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie ein Antivirenprogramm auf Ihrem Computer haben, vergessen Sie nicht, dessen Signaturen regelmäßig zu aktualisieren und die Abwesenheit von Viren auf Ihrem Computer zu überwachen. Deren Vorhandensein die Leistung des Betriebssystems erheblich beeinträchtigt. Das Antivirenprogramm selbst wirkt sich jedoch häufig stark auf die Computerleistung aus. Daher kann es für die Dauer einiger ressourcenintensiver Aufgaben deaktiviert werden. Oder löschen Sie sie vollständig, wenn Sie nicht üben, ungeprüfte oder verdächtige Ressourcen im Internet zu besuchen und auch keine unzuverlässige Informationsquelle verwenden. Eine andere Geschichte mit dem integrierten Windows 10, Windows Defender. Dies ist eine in das System integrierte Anwendung, die aktiv ist, wenn auf dem Computer keine Antivirenprogramme eines Drittanbieters installiert ist. Es ist auch eine ressourcenintensive Anwendung, die nicht so einfach zu deaktivieren ist. Link zum Video zum Deaktivieren, Aktivieren oder Entfernen von Windows Defender befindet sich in der Beschreibung. Der nächste Schritt bei der Optimierung des Betriebssystems besteht darin, unnötige, unersättliche Aufgaben und unnötige Hintergrundprozesse zu deaktivieren. Zunächst müssen Sie nicht benötigte Programme und Anwendungen vom Start entfernen. Es ist besser, sie bei Bedarf manuell auszuführen. Dies wirkt sich stark auf die Geschwindigkeit beim Laden und Ausführen von Windows aus. Dafür, auf Windows 8 und 10, wechseln Sie zu Taskmanager Automatisches Laden.
schalten Sie das automatische Laden nicht benötigter Anwendungen aus. Klicken Sie jeweils mit der rechten Maustaste drauf und wenden Sie Deaktivieren. Windows 7 verfügt der Task Manager nicht über die Registerkarte automatisches Laden. Um sie zu löschen, machen wir folgende Schritte. Geben Sie msconfig in das Suchfeld ein, gehen Sie zu Systemkonfiguration Startup, deaktivieren Sie das automatische Laden, indem Sie das Kontrollkästchen neben nicht benötigen. Anwendungen deaktivieren. Danach im Systemkonfigurationsmenü gehen Sie zur Registerkarte Dienste, aktivieren Sie die Funktion Microsoft Dienste nicht anzeigen und entfernen der Häkchen alles unnötig. Und das ist normalerweise 90%. Danach machen wir das. Gehen Sie zur Registerkarte Download, erweiterte Systemeinstellungen, markieren Sie die Funktion Anzahl Prozessoren und wählen Sie die maximal verfügbare Menge. Dies wirkt sich auf die Systemstartgeschwindigkeit aus. In der letzten Phase der Optimierung ist es unbedingt erforderlich, den Speicherplatz auf der Festplatte von Verunreinigungen zu befreien und die Windows-Registrierung zu bereinigen. Dies kann mit kostenlosen Programmen Cyclina, WindStart und VisiPix erfolgen. Diese Programme helfen dabei, Registrierungsfehler zu beheben, Dateien zu finden, die den meisten Speicherplatz beanspruchen und doppelte Dokumente, Bilder und andere Dateitypen zu entfernen. All dies im Detail in einem anderen Video. Link wie immer in der Beschreibung. Unter Windows 10 sind unter anderem Standardanwendungen vorinstalliert, die Informationen empfangen, Benachrichtigungen senden und aktualisieren können, auch wenn Sie sie nicht verwenden. So verhindern Sie, dass sie im Hintergrund ausgeführt werden. Gehen Sie zu Einstellungen, Datenschutz, Hintergrunddatenanwendungen. Trennen Sie die alle oder diejenigen, die Sie definitiv nicht brauchen. Gehen Sie zum Abschnitt Radio und schalten Sie es aus. Erfahrene PC-Benutzer sind sich der Notwendigkeit des Defragmentierungsprogramms in älteren Windows-Versionen befasst. Dies ist ein ziemlich ressourcenintensiver Prozess, der in Windows 10 standardmäßig automatisiert ist. Aus diesem Grund ist es besser, diese Funktion zu deaktivieren und die Festplattenoptimierung bei Bedarf manuell durchzuführen. In unserem Video können Sie sehen, wie Sie die Windows 10 Festplattenoptimierung aktivieren, deaktivieren oder konfigurieren. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Ein Computer oder Laptop unter Windows 10 verlangsamt sich möglicherweise aufgrund der Belastung der Festplatte, die mit der automatisch aktivierten Funktion zum Indizieren des Systeminhalts, Zwischenspeichern von Eigenschaften und Suchergebnissen für Dateien Superfetch und Prefetch verbunden ist. Informationen zum Deaktivieren dieser Dienste finden Sie im Video unter dem Link in der Beschreibung. Vergessen Sie auch nicht, dass die Leistung des Computers und das System stark vom Zustand und der Leistung der einzelnen Komponenten abhängt. Achten Sie daher besonders in der heißen Jahreszeit auf die Temperatur des Prozesses, der Festplatte und des Motherboards. Ein Link zum Video dazu befindet sich in der Beschreibung. Durch die Installation des Betriebssystems auf einem SSD-Laufwerk wird auch die Geschwindigkeit Ihres PCs erheblich verbessert. Ein Video darüber, wie man eine SSD-Disk auf einem Computer installiert und von der Festplatte auf die SSD überträgt, wird in näher Zukunft auf unserem Kanal veröffentlicht. Sie können auch schneller PCI-SSDs oder RAIDs von SSDs verwenden. Darüber hinaus verfügt Windows über eine Software-RAID-Organisationsfunktion mit dem Namen Festplattenspeicher. Ein Video zu dieser Windows-Funktion finden Sie bereits auf unserem Kanal. Der Link befindet sich in der Beschreibung.
Die Verwendung eines modernen 4-Kerns-Prozessors und mehr auf einem modernen Computer ist kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit. Moderne Prozessoren unterstützen eine schnellere Arbeit mit Speicher und Grafikkarte. Autorisierende Prozessorleistung, siehe Link in der Beschreibung. Die Verwendung von 8 GB RAM wird auch durch die Anforderung moderner Software, insbesondere von Spielen, bestimmt. Die Speichergeschwindigkeit sollte dem für den Prozessor maximal möglichen Wert entsprechen. Fast moderne Computerspiele können auf eine produktive Grafikkarte nicht verzichten. Link zur Leistungsbewertung der Grafikkarte befindet sich in der Beschreibung. Um einen optimalen Computer in Bezug auf Preis und Qualität zusammenzustellen, planen wir, Videos auf unserem Kanal aufzunehmen. Wie und nach welchem Prinzip man ein Motherboard, einen Prozessor oder eine Grafikkarte auswählt, wird über Kompatibilitätsprobleme nachdenken und ob es sich lohnt, für die neuesten Gerätegenerationen zu viel zu zahlen. Nicht verpassen. Das ist alles für heute. Wenn das Video euch gefallen hat, bitte Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, liebe Freunde.